Hallo Leute, es ist Sonntag und ich bin ultra aufgeregt. Denn nächste Woche geht's für mich das allererste Mal in meinem Leben in ein Flugzeug. Gemeinsam mit Jörg Sprafe fliege ich nach Amerika, genauer gesagt nach Las Vegas. Und ja, heute möchte ich euch zu einem kleinen Talk-Video begrüßen. Mein Name ist Vanessa Blank von Bushcraft und Abenteuer und ich erzähle euch jetzt, was ich in Amerika vorhabe. In meinen Survival-Videos stelle ich mich ja regelmäßig Herausforderungen. Und Survival ist auch, sich auf unvorhersehbare Dinge einzustellen und diese Situationen zu meistern. Und jetzt kann ich hoffentlich all das, was ich die letzten Jahre praktiziert habe, auch in einem anderen Lebensbereich anwenden. Denn wie ich gerade schon gesagt habe, ich bin noch nie in meinem Leben geflogen. Das ist alles komplettes Neuland für mich. Ich habe zwar keine Flugangst, aber es hat sich bisher einfach nicht ergeben, dass ich mal irgendwo hingeflogen bin. Und kommende Woche startet in Las Vegas die weltgrößte Waffenmesse, die SHOT Show. Und die nehme ich jetzt zum Anlass, das erste Mal ein Flugzeug zu besteigen und mich auf eine große Reise zu begeben. Zum Glück bin ich nicht alleine, denn der Jörg Sprawe ist an meiner Seite und wir beide sind dann mittendrin, starten nur dabei. Ich habe mich natürlich vorher intensiv mit der Thematik Flug und ein fremdes Land bereisen befasst. Und man kann die meisten bürokratischen Herausforderungen ja vorher schon meistern. Das fängt ja schon an mit den richtigen Flug buchen, dann den Anschlussflug, die Rückreise, dann das ESTA-Formular. Die wollen ja wirklich alles wissen, wenn man Amerika bereist, von Geschlechtskrankheiten zu Facebook-Profil und Elternhaus, ehemalige Arbeitgeber, pipapo. Das habe ich alles höchst gewissenhaft ausgefüllt. Aber natürlich bleibt immer noch die große Ungewissheit. Was erwartet mich jetzt da wirklich? Ich kann es mir zwar vorab durchlesen und so ein bisschen vorstellen, wie läuft es ab, wo muss ich hin, Check-in, Boarding und so weiter. Aber letztendlich habe ich ja keine Ahnung, wie das dann in der Realität ausschaut. Wenn man vielleicht auch noch Zeitdruck hat, dass man seinen Anschlussflieger nicht verpasst, das stresst mich schon sehr. Und was mir natürlich auch zu schaffen macht, ist die extrem lange Flugdauer. Ich habe einen Flug von mehr als 20 Stunden und dann komme ich quasi in einem komplett fremden Land an, muss dann vom Flughafen noch zum Hotel, habe den Jetlag, die große Zeitverschiebung. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das kein Zuckerschlecken wird, dass ich da schon wahrscheinlich relativ geschafft bin nach der Reise. Aber ich freue mich auch extrem drauf. Es ist was komplett Neues für mich. Und auch wenn ich auf der einen Seite diese Belastung habe, dieses Ungewissheit, das Ungewisse, was erwartet mich jetzt hier, was kommt auf mich zu, geht vielleicht was schief. Ich bin so ein unglaublicher Sicherheitsmensch. Das fängt schon an, wenn ich einen größeren Ausflug mache, dass ich fünfmal nachschaue, ob der Autoschlüssel auch wirklich da ist oder der Geldbeutel, so dieses Bedürfnis, immer wieder alles nachzukontrollieren. Und ich glaube, das wird bei der Flugreise noch schlimmer. Aber gut, das stehe ich alles durch und ich bin mir zu 1000% sicher, wenn ich das alles geschafft habe, dass ich dann im Nachgang sagen kann, wow, das hat sich jetzt wirklich gelohnt. Und wenn das jetzt in 3 Monaten von neuem losgehen sollte, wenn sich eine neue Möglichkeit aufgibt, dass man eine Flugreise, Geschäftsreise, was auch immer, in ein weit entferntes Land durchsetzen kann, dass sich es ermöglicht, dann sage ich hoffentlich, klar, jetzt weiß ich ja, wie es läuft. Jeder hat ja im Hinterkopf Reiseziele, wo er sagt, das würde ich in meinem Leben gerne mal besuchen, dieses Land, da würde ich gerne mal hinfliegen, spezielle Sehenswürdigkeiten. Und einer meiner Träume ist schon, dass ich mal Amerika besuche, aber nicht, ich bin eher weniger der Typ für Städtereisen und sich dann wirklich ins Großstadtgewimmel stürzen, sondern eher natürlich das Hinterland. Und so eine Amerika-Rundreise steht auf meiner Lebens-To-Do-Liste, die ich unbedingt mal machen möchte. Jetzt Las Vegas zu bereisen, ist natürlich schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber natürlich eine komplett andere Welt. Ich glaube, ich kann mir diese Dimensionen, wie es ist, in Las Vegas unterwegs zu sein, noch gar nicht vorstellen. Ihr wisst ja, ich bin auf dem Land groß geworden, ich lebe immer noch auf dem Land. Und klar haben wir hier größere Städte, München oder Augsburg, Stuttgart, Nürnberg, was auch immer. Aber das ist halt kein Vergleich zu Las Vegas. Und
Ich glaube, ich bin wahnsinnig geplättet dann von den vielen Eindrücken, von den Menschenmassen, von den Hochhäusern, also wenn ich mir allein auf Google Maps anschaue, wie groß so ein Vorgarten von einem Hotel ist, wo dann ein riesiger See ist, wo man hier, keine Ahnung, 50 Einfamilienhäuser draufstellen würde, ich kann es mir noch nicht wirklich vorstellen, aber ich bin sehr, 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 sehr gespannt, das dann mit meinen eigenen Augen zu sehen. Unter euch sind bestimmt viele, die mindestens einmal im Jahr irgendwo hinfliegen, vielleicht schon seit der Kindheit an und die jetzt so ein bisschen belächeln und schmunzeln über meine vielleicht unbegründete Panik. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, was Fliegen betrifft, was das Verhalten oder die Abläufe am Flughafen betrifft, den Flug selber, was sollte man unbedingt dabei haben, irgendein spezielles Kopfkissen oder ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, Kaugummi, um den Druckausgleich in den Ohren zu erleichtern. Wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, das brauchst du, das musst du mitnehmen oder das ist essentiell, dann bitte, bitte packt es mir in die Kommentare. Ich bin da wirklich um jeden Tipp dankbar. Ich werde euch natürlich an allen Details der Reise teilhaben lassen. Wenn irgendwas schief geht, der Flug selber, Ankunft in Las Vegas und dann natürlich die Shotshow an sich, was ja quasi das Hauptvideo darstellt. Ich habe mir vorgenommen, dass ich für euch zwei verschiedene Videos mache. Einmal so das Drumherum, also Anreise, Las Vegas selbst, Hotelzimmer. Einfach so Real Talk aus dem Leben, aus der Situation heraus, wie es mir so ergangen ist. Und dann das andere Video, das Hauptvideo, die Shotshow selber. Also hier geht es wirklich nicht rein um Waffen, sondern es ist so ein Komplettpaket. Vielleicht habt ihr schon mal von der IWA gehört in Nürnberg oder da Videos gesehen. Das ist zwar auch eine Waffenmesse für Fachbesucher, aber du hast halt nicht nur Waffenaussteller, sondern auch Zubehörteile, Kleidung, Messer, Jagdsport, so alles, was irgendwie so mit der Thematik zu tun hat. Also wenn jetzt jemand von euch sagt, wow, Waffen, da kann ich gar nichts damit anfangen. Wie gesagt, es sind nicht nur Waffen und mich interessiert auch dieser bunte Mix aus allem. Wenn es geht, aber ich kann es noch nicht versprechen, dann werde ich auch mal dort live gehen. Für euch, mit euch, entweder von der Messe oder dann abends im Hotelzimmer. Das kann ich allerdings noch nicht versprechen, weil ich keine Ahnung habe, wie fit ich nach dieser Reise bin. Das muss ich dann einfach spontan entscheiden. Vielleicht einfach die Glocke aktivieren bei meinem Kanal, wenn ihr dabei sein möchtet. Dann bekommt ihr nämlich auch eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video veröffentliche oder eben wenn ich live gehe. Dann verpasst ihr das nicht. Und im Nachhinein kann man sich diese Live-Videos natürlich auch immer anschauen. Also, wenn ich live gehe, könnt ihr da mit mir kommunizieren und ich kann auf eure Fragen eingehen oder auf euren Input. Und das Komplettpaket wird danach auf YouTube hochgeladen und ihr könnt es im Nachgang anschauen und dann ganz klassisch drunter kommentieren. Genau, also ich bin mir sicher, dass ich sehr, sehr K.O. sein werde. Also ich kann es euch noch nicht versprechen, ob ich dieses Live-Gehen wirklich umsetzen kann. Ich bin wirklich heilfroh, dass ich in Amerika dann den Jörg an meiner Seite habe. Denn auch wenn ich fließend Englisch spreche, ich habe ja auch schon seit Jahren einen englischsprachigen YouTube-Kanal, Wild Woman Bushcraft, der auch wesentlich größer ist als der deutsche Kanal. Also die Sprache ist mir vertraut und bis auf ein paar Fachbegriffe, die ich nicht weiß, kann ich mich da sehr gut unterhalten, kommunizieren, verstehe, was mir gesagt wird. Aber also, wenn man einfach so geflasht ist von diesem Gesamtpaket, ich kann mir schon vorstellen, dass man dann auch sehr gereizt ist und noch nervöser, wenn irgendwas einfach mal nicht so hinhaut wie geplant. Und wenn man da einen Freund an seiner Seite hat, dann glaube ich, kann man mit dem allen wesentlich besser umgehen. Apropos Jörg, jetzt gerade gibt es bei Gogan eine Dreamline 4,5 mm Aktion. Ich packe euch den Link auch in die Videobeschreibung und könnt es euch selber anschauen. Hier gibt es ab einem Wareneinkaufswert von 1.500 € 15% Rabatt, auch auf das gesamte Dreamline-Zubehör. Und wenn euch jetzt diese Version hier, die Classic Synthetic, vielleicht nicht gefällt, mir persönlich gefällt sie sehr gut, dann schaut es doch gerne mal rein. Ich blende euch mal so eine kurze Übersicht ein, was für Versionen es alles gibt. Denn es ist ein vollmodulares Luftgewehr. Das heißt, ihr könnt es je nach Vorlieben oder je nach Geschmack oder Sportart in ganz viele verschiedene Versionen umbauen. Von Tactical bis eben klassisch wie hier ist für jeden Geschmack wirklich was dabei. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Schaut's gerne mal vorbei, wenn euch das interessiert.
Passend zu der Dreamline-Aktion habe ich jetzt gerade noch zwei verschiedene Videos zu dieser Thematik in der Bearbeitung. Ich versuche es euch bis nächste oder spätestens übernächste Woche fertig zu schneiden und zu veröffentlichen. Eines der Videos ist 4,5 versus 7,62, denn ich habe hier zwei verschiedene Ausführungen und ich arbeite wirklich alle Unterschiede heraus. Und einmal gibt es ein Video, das den Fokus auf den jagdlichen Aspekt hat. Ihr könnt also gespannt sein. Ja, genug geredet. Ich lasse das Ganze jetzt einfach mal auf mich zukommen. Hoffe, dass nichts schief geht, keine Pannen, keine Flugverspätungen und Verpassen eines Anschlussfluges oder so, weil das wäre für mich persönlich das Worst Case. Aber wird schon alles gut gehen. Drückt mir bitte die Daumen, dass alles so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wenn ihr irgendwelche guten Tipps habt, was das Fliegen betrifft, den Flughafen betrifft, die Reise an sich, schreibt es mir gerne in die Kommentare, da wäre ich euch wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Ja, ich werde euch mitnehmen und die Videos dann, sobald ich wieder da bin, schneiden und dann veröffentlichen. Und dann seht ihr ja, wie es mir ergangen ist, ob alles glatt gelaufen ist oder ob es auch die ein oder andere Panne gab. Ich hoffe nicht. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao!